Es gab in Tunis, Tunesien auf Deutsch, ja, gab es einen König. Und dieser König hatte gehabt einen Vizier, Minister. Und dieser Vizier war, wie es manchmal vorkommt, jemand, der Juden gehasst hat. Und jederzeit, jedes Mal, er kommt und lieber König, die Juden sind so und die Juden, die musst du nach Hause alle schicken und die Juden sind schlecht. Und jeden Tag, eines Tages, dann sagt, du redest so viel über Juden, Juden. Ich kenne keine Juden. Weißt du was, geht's auf die Straße und den ersten Juden, den du findest, bringen zu mir, ich will ja mal sehen, was ein Jude ist, ob sie wirklich so, solche Monster sind, so wie du es beschreibst. Nun, der Vizier geht raus, schaut als erstes, den Rabbiner kommt vorbei. Uff, nein, den bringe ich nicht. Er wartet, der Rabbiner geht weg und sieht einen kleinen Jungen, 7-jährigen Jungen, kleinen. Junge, komm her! Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Dann sagt er, komm her, der König will dich sehen. Aber ich habe nichts gemacht. Komm, es wird dir nichts passieren. Komm einfach. Er sagt, okay, den kleinen Kind kann man irgendwie... Er bringt diesen kleinen Jungen, der König sieht ihm, keine Angst, mein Sohn, ich mache dir nichts, ich will nur mit dir reden, ich will wissen, wer du bist. Du bist Jude, ja. Und lernst du Torah? Und sagt er, ja, Talmud Torah. Und wer hat die Welt erschaffen? Und der hat schon ein bisschen, er sieht schon, dass der nicht... Man kann mit ihm reden, er hat schon begonnen, schon offen zu reden. Sagt er, keine Angst, rede offen, ich mache dir nichts. Sagt er, ja, Gott hat die Welt erschaffen. In wie viele Tage hat Gott die Welt erschaffen? 6 Tage. Ah, 6 Tage hat Gott die Welt erschaffen. Und was dann? Am 7. hat er geruht. Okay, 7 Tage. Und was dann? Er hat schon ein bisschen Selbstbewusst bekommen. Er sagt, lieber König, stehen Sie bitte kurz auf. Ja. Sie haben mich gefragt, stehen Sie bitte kurz auf. Der König steht auf, der Junge läuft sofort und setzt sich auf den Thron des Königs. Er steht sofort auf, er war schockiert, der König, er steht auf sofort und sagt, genau das machte Gott seit der Erschaffung der Welt bis zum heutigen Tage. Was? Er setzt Leute auf den Thron und bringt sie wieder runter. Er setzt auf den Thron Könige und bringt sie wieder runter. Von einem 7-jährigen Kind sowas zu hören. Psst, ja, du hast mit meinem Tag gemacht. Er sofort, Minister, komm her. 50 Goldmünzen gib ihm Geschenk, weil er mir so eine Freude gemacht hat. Sagt er, lieber König, kann ich etwas sagen? Ja. Ich werde jetzt nach Hause kommen. Mit diesen 50 Münzen. Meine Eltern werden fragen, von wo kommst du? Du warst jetzt hier in der Schule. Von wo hast du diese 50 Münzen? Und sie werden sich denken, ich habe irgendwas eingestellt. Und wenn ich ihnen sage, ich war beim König und er hat mir gegeben 50 Münzen, sie werden mir sagen, geh und erzähl diese Geschichte jemand anderem. Damit meine Eltern mir glauben, dass ich wirklich beim König war, muss die Summe ein bisschen höher sein. Ah, das hat ihm gefallen, sagt er, weißt du was, nicht 50, gib ihm 50.000 auf meine Kosten und hat ihn geschickt. Wisst du? Weil jemand, der Torah lernt, sein Kopf wird ein bisschen besser, aber deswegen, wir müssen uns Mühe geben, mehr Torah zu lernen und Gott soll jeden von uns senken, mit Weisheit, mit Torah.